Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, neues Gleichungssystem, neues Glück. Wir sehen auch wieder drei Gleichungen. 1, 2, 3. Wir sehen die drei Variablen x, y und z. Also drei Gleichungen, drei Variablen. Die Anzahl der Gleichungen ist also wieder identisch mit der Anzahl der Variablen. Und wir sehen auch, das Gleichungssystem ist praktischerweise schon wieder sortiert. Links haben wir schön die Variablen sortiert nach x, y und z. Und auf der rechten Seite haben wir eine Zahl ohne Variable. Wir formen das Gleichungssystem wie immer um in die sogenannte Matrix-Schreibweise. Also 1 minus 1, 2, 13. 1 minus 1, 2, 13. 3, 1, minus 1, 14. 3, 1, minus 1, 14. Und minus 3, 3, minus 6, minus 39. Minus 3, 3, minus 6, minus 39. Das Ganze klammern wir ein, denn jetzt ist es eine Matrix. Und die rechte Seite trenne ich ab mit diesen zwei Strichen. Wir nennen die Zeilen römisch 1, römisch 2 und römisch 3. Und ich mache auch nochmal kenntlich, dass die erste Spalte die x sind, die zweite y, die dritte ist z und ganz rechts haben wir die rechte Seite. Okay, an welcher Stelle soll das Nulldreieck entstehen? Genau da soll es hin. Sprich, aus der 3 soll eine 0 werden, natürlich wie immer, mit dem, was in der ersten Zeile steht, also mit der 1. Wir wollen die erste und die zweite Gleichung so verrechnen, dass aus der 3 eine 0 wird. Wir müssen über die 3 gehen. Dazu können wir die zweite Gleichung unverändert lassen. So. Allerdings die erste müssen wir mal 3 nehmen. 3 mal die erste. 3 mal die erste. 3 minus 3, 6. 3 minus 3, 6. Und 3 mal 13 ist 39. Die zweite wollen wir unverändert lassen. 3, 1, minus 1. 3, 1, minus 1. Und die 14. Ein Strich drunter. So, wir wollen diese beiden so verrechnen, dass die sich auflösen. Plus 3 und plus 3. Die Vorzeichen sind identisch. Und immer wenn die Vorzeichen identisch sind, rechnen wir Minus. 3 minus 3 hebt sich auf. Genau das wollten wir erreichen. Minus 3 minus 1 ist minus 4. 6 minus minus 1 minus minus ergibt plus. Also 6 plus 1 ergibt 7. 39 minus 14 ist 25. Und das Ergebnis wird unsere neue zweite Zeile sein. Und deswegen nennen wir sie auch römisch 2a. So, im nächsten Schritt wollen wir aus der minus 3 eine 0 machen. Und das gelingt uns wieder mit dem, was in der ersten Zeile steht. Also wir wollen in dem Fall die erste und die dritte Gleichung verrechnen. Auch hier können wir wieder über die 3 gehen. Dazu können wir die dritte Gleichung unverändert lassen. Und die erste müssen wir wieder mit 3 mal nehmen.
3 mal die erste. 3 mal die erste ist ja das, was hier oben steht. 3 minus 3, 6, 39. Die dritte übernehmen wir von hier. Minus 3, 3, minus 6. Minus 3, 3, minus 6 und minus 39. So, wir wollen an der Stelle die beiden Zahlen verrechnen. Plus 3 und minus 3 hebt sich nur auf, da die Vorzeichen unterschiedlich sind, wenn wir plus rechnen. 3 plus minus 3 hebt sich auf, das war auch unser Ziel. Minus 3 plus 3 ergibt 0, das ist per Zufall so. 6 plus minus 6 plus minus ergibt minus. 6 minus 6 ergibt 0, ist per Zufall auch so. Und 39 plus minus 39 ist auch 0, ist per Zufall eben auch so. So, und die unterste Zeile ist unsere neue Zeile Nummer 3, deswegen nennen wir die auch 3a. So, ich schreibe die neue Matrix mal auf. Die erste Zeile übernehmen wir. 1 minus 1, 2 und die 13. Die zweite Zeile wollen wir ersetzen durch 2a. 0 minus 4, 7 und 25. Und die dritte Zeile wollen wir ersetzen durch hier. 3a, 0, 0, 0, 0. Das Ganze ist immer noch eine Matrix, deswegen klammern wir das ein. Wir trennen die rechte Seite ab und schauen wir uns an, wo wir das Nulldreieck haben entstehen lassen wollen. Aus der 3 wurde eine 0, aus der minus 3 wurde auch eine 0. Jetzt haben wir einen Sonderfall. Per Zufall ist aus dieser 3 auch eine 0 geworden. Das heißt, wir brauchen im nächsten Schritt gar nicht versuchen, durch eine Rechnung an dieser Stelle eine 0 entstehen zu lassen. Das ist in dieser Aufgabe schon automatisch passiert. Also können wir an dieser Stelle schon interpretieren, wie das mit der Lösung aussieht. Tatsächlich in unserer Aufgabe ist die unterste Zeile eine Nullzeile. Sie besteht nur aus Nullen. Und daraus können wir schon mal schließen, dass dieses Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat. So, ganz kurz der Hinweis, wie müsste die unterste Zeile aussehen, damit das eben nicht der Fall wäre? Wenn die unterste Zeile folgendermaßen aussieht, 0, 0, 0, 4, dann würde uns das einen Widerspruch liefern und dann hätten wir keine Lösung. Während wenn die unterste Zeile folgendermaßen aussieht, 0, 0, 1, 7, dann hätte das gleiche System eine Lösung. Und aus der untersten Zeile würden wir sofort sehen, dass die Lösung für z eben 7 ist. In unserem Fall sieht das allerdings anders aus. Wir haben eine komplette Nullzeile. Das ist der Hinweis auf unendlich viele Lösungen. Darauf würden wir übrigens auch kommen, wenn wir uns, wie eigentlich im nächsten Schritt das auch vorgesehen ist, uns wieder von unten nach oben durcharbeiten würden. Dazu stelle ich nochmal klar, dass die erste Spalte x ist, die zweite Spalte y, die dritte z, die Spalte ganz rechts, unsere rechte Seite. Wenn wir die unterste Zeile wieder zurück auflösen würden, dann würden wir ja erhalten 0x plus 0y plus 0z ist gleich 0. 0x ist 0, 0y ist 0, 0z ist 0, 0 plus 0 plus 0 ist alles 0. Wir bekommen also hier ganz unten die Aussage 0 ist gleich 0. Das ist eine wahre Aussage und so eine Information interpretieren wir ja im Rahmen von unserem Gleichungssystem immer insofern, dass wir unendlich viele Lösungen haben. Das immer muss ich ein bisschen einschränken. Das machen wir natürlich nur so, wenn die Anzahl der Gleichungen identisch ist mit der Anzahl der Variablen. Natürlich nicht, wenn die Anzahl der Gleichungen größer ist als die Anzahl der Variablen. Da kommen wir später dazu. So, wir stellen hier also fest, dass unser Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat.
Und die klassische Frage ist jetzt, wie kann ich denn einige von diesen vielen unendlichen Lösungen einfach mal bestimmen? So, dazu übertrage ich gerade nochmal die Matrix, die wir hier sehen, auf die andere Seite. So, und da ist er auch schon. Und das heißt ja immer, dass wir uns dann von unten nach oben durch die Matrix durcharbeiten, wenn wir hier dieses Nulldreieck haben entstehen lassen. Und die unterste Zeile liefert uns ja dann die Aussage 0 ist gleich 0 als wahre Aussage. Und daraus haben wir ja interpretiert, dass wir unendlich viele Lösungen haben. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir nehmen uns die zweite Gleichung, wandeln die wieder zurück um in eine normale Gleichung. Das 0x lasse ich gleich weg. Minus 4y plus 7z ist gleich 25. So, anhand dieser Informationen müssen wir jetzt irgendwie uns einige von diesen vielen unendlichen Lösungen zusammenbasteln. Dazu lösen wir diese Gleichung erstmal nach y auf. Ich bringe also das z mal rüber mit der Anweisung minus 7z. Wir erhalten minus 4y ist gleich 25 minus 7z. Wir teilen durch minus 4. Y ist also gleich minus 6,25 plus 1,75 z. Ich vertausche das gerade mal an der Stelle, weil das dann optisch ein bisschen schöner aussieht. 1,75 z minus 6,25. Wir sehen also, der Wert von y ist abhängig von dem Wert, den wir uns für z vielleicht ausdenken. So, jetzt nehmen wir uns die erste Gleichung. Da haben wir sie. 1x minus 1y plus 2z und das Ganze ist gleich 13. X minus y und y ist ja das hier. Klammer auf. 1,75z minus 6,25. Klammer zu, plus 2z und das Ganze ist gleich 13. Also x, das Minus vor dieser Klammer, dreht überall die Vorzeichen rum. Also minus 1,75z plus 6,25 plus 2z ist gleich 13. Wir bringen die 6,25 rüber auf die andere Seite mit der Anweisung minus 6,25. X bleibt minus 1,75z plus 2z sind plus 0,25z ist gleich 13 minus 6,25 ist gleich 6,75. Dann bringe ich noch die 0,25z auf die andere Seite mit der Anweisung minus 0,25z. X ist also gleich 6,75 minus 0,25z. Das Ergebnis unterstreiche ich gerade mal. So, was bringt uns jetzt das Ganze, was wir hier berechnet haben? Die Lösung ist ja eigentlich ein Wert für x, ein Wert für y und ein Wert für z. Die Lösungsformel ist also ein Wert für x und x ist ja das hier. 6,75 minus 0,25z. Semikolon. Dann käme ein Wert für y und y ist ja das hier. 1,75z minus 6,25 Semikolon und z bleibt als z erhalten.
So, was haben wir jetzt erreicht? Wir haben also x, y und z jeweils durch z ausgedrückt. Das heißt, wenn wir uns für z einen beliebigen Wert ausdenken, den entsprechend hier einsetzen, dann haben wir eine von den vielen unendlichen Lösungen. Wir nehmen einfach mal an, z hat den Wert 1. Also Annahme, z ist gleich 1, Doppelpunkt. Daraus folgt, dass die Lösungsmenge folgendermaßen aussieht. Der Wert für x ist ja 6,75 minus 0,25 mal z und z ist ja 1. Also 0,25 mal 1 ist 0,25. 6,75 minus 0,25 ist 6,5. Semikolon. Der y-Wert entsteht folgendermaßen. 1,75 mal 1 ist ja z, ist 1,75. Und 1,75 minus 6,25 ist minus 4,5. Semikolon. Jetzt kommt unser z-Wert. Und z haben wir ja als 1 gewählt. Das heißt, das ist eine von den vielen unendlichen Lösungen. Für einen anderen Wert von z, sagen wir z gleich 2 oder z gleich 3,5 oder z gleich 7,2, bekommen wir andere Werte für x, y und z raus. Und da sehen wir auch schon, dass wir tatsächlich unendlich viele Lösungen haben, da wir ja für z auch unendlich verschiedene Werte einsetzen könnten. Und wer Zweifel daran hat, dass wirklich das hier eine von den vielen unendlichen Lösungen ist, der kann ja mal in unser Gleichungssystem für x den Wert 6,5, für y den Wert minus 4,5, für z den Wert 1 einsetzen und er wird dann sehen, dass alle drei Gleichungen eine wahre Aussage ergeben. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapper-Welt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen, dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.